Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zu einer weiteren Folge EA Sports FC. Ja, in der letzten Folge war der Ton nicht perfekt, dafür auf jeden Fall nochmal sorry. Ich hoffe aber, dass in dieser Folge noch keine Probleme da sind, aber wie gesagt, das kann vielleicht in den nächsten Folgen hier und da Kleinigkeiten mal zum Problem werden, bis ich dann irgendwann das wieder so 110% sitzen habe. Manchmal sind es echt kleine Einstellungen, die man einfach vergessen hat und dann ist alles kacke. Das ist manchmal echt komplexer, als man denkt. Was aber nicht so geil ist, ist die Tatsache, dass wir kurz davor stehen, entlassen zu werden. Es ist halt, ja, es ist halt sehr, sehr schwer. Wir haben nur noch 41% hier in Sachen Manager-Rating. Das heißt, wir könnten jederzeit entlassen werden. Wir gehen jetzt auch rein gegen die Tottenham Hotspurs und eigentlich ist es folgendermaßen. Verlieren wir, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein weiteres Spiel machen dürfen, sehr gering. Eigentlich sind wir gezwungen, die letzten 12 Spiele fast schon am Stück zu gewinnen. Ob das gelingt, I don't know. Wir gehen auf jeden Fall rein hier, schauen, ob es klappt oder nicht. Die Spurs zuletzt super in Form, kein Spiel verloren, 3 Siege und lediglich ein Unentschieden. Hier haben wir die Aufstellung von Man United mit Onana im Tor. Dann haben wir Hinchelwood, Tomori, Martinez und Hernandez hier in der Viererkette. McTominay, Anthony, Mount, Madison und Garnacho im Fünfer-Mittelfeld. Und dann ganz vorne entsprechend Ivan Toney. Bei den Spurs haben wir einmal Vicario im Tor, dann Porro, Buongiorno, Romero und Sessegnon in der Viererkette, Højbjerg, Bentancur und Ndombele im Dreier-Mittelfeld. Ganz vorne dann Kulusevski, Zirkzee und Son im 4-3-3-System. Mitchell Wood spielt ihn gut auf Ivan Toney. Ivan Toney gibt den auf die rechte Seite auf Anthony. Anthony jetzt hier. Anthony mit dem Schuss aus dem sehr spitzen Winkel. Aber Vicario kann den Ball fürs Erste halten. Es bleibt beim 0-0. Ecke auf Garnacho. Weiter auf Madison. Der mit der Flanke. Und Theo Hernandez kommt vor Vicario ran. Und es steht 1-0 für Manchester United. Sehr schön hier. Auf jeden Fall der Treffer von entsprechend hier von Theo Hernandez. Sehen wir nochmal den Ball. Super reingespielt. Und Vicario verschätzt sich da einfach. Der Treffer dementsprechend hier von United durch Theo Hernandez. Das 1-0 für die Red Devils nach dieser Standardsituation. Kurz gespielter Ball, super Flanke rein und Theo Hernandez mit dem Treffer. Die Spurs liegen hier jetzt hinten und für die Red Devils auf jeden Fall ein guter Beginn in dieser Partie. Mason Mount! Ja, versucht's. Vicario hat den gehalten. Es gibt nochmal eine nachträgliche gelbe Karte für Joshua Zirkzee und Ecke für United. Madisons Ecke kommt gut. Die kommt gut auf Ivan Toney und 2-0. Manchester United hier absolute Standardkönige. Absolute Standardkönige hier die Red Devils. Zuletzt den EFL Cup gewonnen. Jetzt hier 2-0 vorne gegen die Spurs. Kommt United langsam ins Rollen oder was? Es wäre so wichtig. Es wäre so verdammt wichtig. Ivan Toney kommt zu frei zum Kopfball. Das darf nicht passieren. Also beim ersten Tor war es definitiv Vicario, der da echt verkackt hat. Und hier die Nummer 33 bei den Spurs. Es war meines Wissens nach Kulusevski, der da einfach Ivan Toney freiköpfen lässt. Grober Fehler von den Spurs, zweimal nach Ecke, United und 2-0 für die Red Devils. Louis Miley, jo, probiert es. Der kam rein zur zweiten Halbzeit, weil McTominay leicht verletzt war. Dieser Versuch geht leider nicht ins Tor, trotzdem hat das einfach mal probiert von der Distanz aus. Jetzt hier die Spurs über die linke Seite. Hier die Chance. Nein, Tomori macht das super. War für mich auch Man of the Match im Finale gegen den FC Liverpool, wo wir den EFL Cup gewinnen konnten. Und jetzt hier Ivan Toney mit einem guten Antritt. Ivan Toney hier. Toney versucht da durchzukommen. Ivan Toney spielt den ab. Nochmal abgegeben. Louis Miley hält den. Hat den Ball. Die Frage, was macht er draus? Stellt seinen Körper da rein. Jetzt kommt sogar das Doppelteam. Louis Miley macht das aber super, wie er sich da durchsetzt. Überragend. Louis Miley. Und dann der Abschluss von Bentancur abgewehrt. Ecke United. Dass sie darüber gefährlich sind, wissen wir. Garnacho. Madison. James Madison, der kommt da rein. Ne, dieses Mal nicht. Diesmal klappt es nicht ganz so. Miley, was ein Einsatz. Überragend. Louis Miley, wie er das macht. Richtig stark. Hat den Ball jetzt hier im Strafraum. Louis Miley, kurzes Eck. Vicario hat den. Wahnsinnig, wie gut der attackiert hier, Louis Miley. Die Ecke jetzt von James Madison. Die Ecke, Garnacho daneben. Højbjerg, der ist gefährlich. Und jetzt hier Zirkzee.
Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee gegen Onana setzt er sich durch. Die Spurs sind wieder da. Wir haben noch 9 Minuten plus Nachspielzeit zu spielen. Joshua Zirkzee hier mit dem Treffer für die Tottenham Hotspurs. Und damit wird es natürlich gefährlich für United. Die müssen unbedingt gewinnen, um hier in die Top 4 einzutreten, beziehungsweise in den Kampf da weiterhin bestehen zu können. Ein Unentschieden nach 2-0-Führung wäre fatal für die Red Devils. Also die müssen hier dringend die 3 Punkte mitnehmen. Hoyland, der Pass auf Sancho ist gut. Jadon Sancho! Wahnsinnig geiler Treffer von Jadon Sancho. Richtig nices Ding. Romero, ja, der ist auch etwas frustriert. Keine Chance, da irgendwie noch ranzukommen. Auch für Vicario ist nichts zu machen. Jadon Sancho mit einem wunderbaren Treffer. Keine Abwehrchance für Vicario. 3-1 United, 90. Minute. Das müsste hier die endgültige Entscheidung gewesen sein. Alles andere wäre super überraschend. 3 Minuten Nachspielzeit. Trotz allem sollten die Spurs eigentlich nicht mehr rankommen. Das sollte es gewesen sein. Højbjerg. Ball nochmal weitergespielt. Kam 5-up-Ref. Jetzt könnte er abpfeifen. Yes, jetzt tut er es. 3-1 Sieg für Man United. Wunderbarer Abschluss hier von Jadon Sancho am Ende nochmal gewesen. Wenn wir hier rauf gucken in die Stats, sehen wir auch verdienter Sieg. Bei den Spurs ging nicht viel. Also insgesamt kann man sehr zufrieden sein. Erst das Game gegen Liverpool, wo wir sehr stark waren, gerade auch defensiv. Und auch hier, die Spurs haben nicht viel hinbekommen. Die haben nicht wirklich viel hinbekommen. Und wir haben das Ding gewonnen. Ist halt nur die Frage. Oh. Okay, alles gut. Und, ah nein, Scott McTominay fällt 3 Monate aus. Wir haben so lange Verletzungsglück gehabt und jetzt fällt Scott McTominay ebenfalls lange aus. Uzun fällt ja aus, McTominay, Maino. Jetzt haben wir doch gerade im Mittelfeld ein paar Ausfälle. Miley soll erstmal Stamm spielen hier im ZDM. Ja gut, ist halt erstmal so. Und Ivan Toney soll übrigens auch Stamm spielen, weil der ist deutlich besser als Højlund. Hier in der Rückrunde bisher, muss man ganz klar so sagen. Transfergut für Højlund 477 Millionen. Das ist natürlich viel Geld, aber das lehnen wir erstmal ab, weil das wird erst im Sommer ein Thema. Vorher nicht. Wir gucken mal, wir sind jetzt bei 40 nur noch. Obwohl wir gewonnen haben, geht's runter. Das ist natürlich widerlich. Ich sag euch ehrlich, wir sind Vierter. Ich meine, die Meisterschaft holen wir nicht. Aber ich hoffe, wir können Trainer von United bleiben, indem wir Platz 4 oder vielleicht Platz 3 irgendwie uns holen. Vielleicht noch Platz 2, kein Plan. Aber gut, gehen wir erstmal von Game to Game und schauen dann, ob wir entlassen werden oder ob wir Trainer bleiben dürfen. Gehen rein ins Duell gegen den FC Fulham, die die letzten 5 Spiele 3 Niederlagen kassiert haben und 2 Siege geholt haben. Hier haben wir die Aufstellung vom FC Fulham mit Leno im Tor, Castagne, Diop, Mings und Digne in der Viererkette, dann Angel Gomez und Palinha im ZDM, Reed und Gaia auf Außen, Pereira im ZDM und ganz vorne Timo Werner hier im 4-2-3-1-System beim FC Fulham. United hier mit Onana im Tor, Hinchelwood, Tomori, Martinez und Hernandez in der Viererkette, Miley, Greenwood, Mount, Madison und Garnacho im Fünfer-Mittelfeld, ganz vorne der richtig gut in Form spielende Ivan Toney im 4-2-3-1-System. Timo Werner jetzt hier, aber André Onana hat den. Das war kein Foulspiel. Auch wenn die Fans des FC Fulhams das hier vielleicht ein bisschen anders sehen. Und jetzt hier Theo kann durchstarten, macht das stark. Theo Hernandez genau in diese Lücke gegeben. Jetzt hier Theo Hernandez. Der Abschluss ist trash. Oh, der ist super. Jetzt hier Pereira, aber Onana. Onana hat den. Der FC Fulham hier da, aber in den ersten 15 Minuten mit einer sehr guten Partie bisher. Und jetzt Andres Pereiras Ecke landet bei Onana, der den erstmal nur wegfausten kann. Oh, der ist super. Pereira. Andres Pereira macht ihn rein. 1-0 FC Fulham. Das hat sich so ein bisschen angedeutet, weil Fulham hier wirklich bisher eine sehr, sehr starke Partie abgeliefert hat. Während United hier und da schon ihre Probleme hatten. Ja, super Dings, ne? Jetzt, ja, egal. Vergessen wir die Kameraführung. Auf jeden Fall Pereira hier mit einem guten Abschluss. Onana hat da nicht die großen Abwehrchancen. Ja, United in Rückstand und das könnte unser Aus bedeuten.
Man muss es so sagen, jede Niederlage schubst uns immer mehr dazu, dass wir unseren Job verlieren. Reed. Oh, der ist gut, Timo Werner. Timo Werner hat den gut abgegeben. Onana mit einer Wahnsinnsparade. André Onana gegen Angel Gomez hier gerade mit einer Wahnsinnsparade. Ohne André Onana hätten wir hier das 2-0 kassiert. Die Ecke ist geklärt. Madison. James Madison hier. Verzögert. Hat den Ball. Macht das gut, wie er verzögert hat. Und das ist eine gute Chance. Das ist eine sehr gute Chance. Luis Miley. Luis Miley hier. Miley wird nochmal gestoppt, aber hält den Ball. Nein, Minks. Überragend von Minks, wie er hier Luis Miley stoppt. Pereira. Gut gespielt. Den Ball auf Reed. Boah, der ist gut gespielt. Timo Werner. Und der Schuss von Angel Pereira. Aber auch der ist nicht. Von Angel Gomez. Aber auch der ist nicht drin. Weil André Onana mal wieder ein Monster-Game raushaut. Die Ecke. Die Ecke, die müsste Onana haben. Glück gehabt. Da macht Onana, beziehungsweise da verschätzt er sich einmal. Aber Fulham kann es Gott sei Dank nicht nutzen. Das war unser Glück. Was war das von Garnacho? Was war das von Garnacho? Alter Schwede, also wenn Fulham ihre Chancen besser nutzen würden, würden die hier schon längst 2, vielleicht sogar eher 3-0 führen. Timo Werner hat da zu viel Platz. Das ist nicht schlecht, Madison. Der Pass ist super. Da hat Fulham zu viel Platz. Rosica, ja! Was für eine Möglichkeit hier für Fulham. Die spielen so überragend. Wir gehen jetzt auf komplette Offensive. Wir waren schon ganz Zeit auf Offensiv, aber das reicht anscheinend nicht. Mason Mount auf Jane Sancho. Der wirkt aber angeschlagen, Sancho. Der ist angeschlagen. Muss den Ball abgeben, klappt nicht. Madison, starker Einsatz. Greenwood jetzt hier. Mason Greenwood mit Tempo. Mason Greenwood. Versucht ihn durchzuschieben. Es klappt nicht. Es klappt nicht, Leute. Und wir haben hier einen bitteren Wechsel. Sancho muss raus. Obwohl der erst reinkam, aber der ist verletzt. Dafür kommt Hoyland jetzt rein. Und dann gab es auch noch Varane für Martinez, der reingekommen ist. Als auch Matt O'Reilly, der reinkam für Miley. Wir sind jetzt auf voller Offensive. Wir haben noch 10 Minuten zu spielen und wir müssen es irgendwie hinkriegen, hier ranzukommen, beziehungsweise sogar zu siegen, weil sonst, denke ich, werden wir entlassen, sage ich euch ehrlich. Und jetzt aber Fulham! Jetzt aber Fulham und war's das? Sind wir entlassen mit diesem Treffer oder was? Sind wir mit diesem Treffer des FC Fulham entlassen und dann war es das mit Manchester United? Unser Rating ist nur bei 40. Mit der Niederlage könnte es echt gewesen sein. Ey, wir haben jetzt ein paar Minuten, um 3 Tore zu machen. Weil ich glaube, auch ein Unentschieden könnte ganz kritisch sein. Auch ein Unentschieden könnte ganz, ganz kritisch sein. Wir sind auf maximale Offensive. Jetzt brauchen wir ein Feuerwerk. Nichts anderes. Mount. Hoyland. Hoyland hier jetzt auf Hall gespielt. Hall, komm. Wir brauchen ein Feuerwerk. Wir brauchen das Feuerwerk jetzt, aber 5 Minuten noch. Onana mit vorne. André Onana mit vorne. Komm, Madison, wir brauchen eine geile Ecke von dir. Der kommt auf Hoyland, aber wohin? Wohin? 4 Minuten noch. Sind das die letzten 4 Minuten für mich als Trainer? Die Frage stellt sich leider gerade. Und das wäre so bitter, weil eigentlich läuft es doch gar nicht so schlecht alles mit United. Klar, diese Saison ist nicht perfekt in der Liga. Aber eigentlich ist die Entwicklung, die grundsätzliche, nicht übel. Und jetzt aber Fulham, die nutzen das jetzt natürlich. Pereira. Tomoris Grätsche, nein. Jetzt hier Matt O'Reilly stark. Nein, Foulspiel, sagt er. Muss er ihn eigentlich rot geben, weil letzter Mann. Ja, die Zeit. Die Zeit rennt uns davon. Die Zeit rennt uns davon. Die ist auch noch gut. Onana hat den nach vorne mit der Pille. Aber wohin? Wohin, Onana? Wohin? Eieiei. Also das war's wahrscheinlich. Das war's. Wir haben eine Minute noch. Eine Minute, wo wir noch ein bisschen leiden. Jetzt hier Angel. Angel will den Ball nicht abgeben. Macht das gut jetzt hier auf Pereira. Hat den Ball nochmal. Varane, aber das bringt alles nichts. Das bringt alles nichts. Sind wir entlassen? Sind wir entlassen, ist die Frage. Endet die Serie so? Das wäre so bitter. Das wäre so bitter. Ich meine, klar, wir haben den Titel geholt, den EFL Cup, das ist schön. Aber die Serie könnte jetzt enden. Das Rating ist nochmal nach unten gegangen. 35, ja, das ist nur noch eine Frage der Zeit, leider. Das ist leider nur noch eine Frage der Zeit. Sancho übrigens 3 Monate raus. Aber ich glaube, 3 Monate werden wir nicht mehr überstehen. Es sind wahrscheinlich noch ein paar Tage.
Nein, Mann. Das ist so schade. Das ist so schade. Weil sich das angedeutet hatte, dass wir eine längere Karriere haben hätten können. Ach, come on. Ach, come on. Ich bin entlassen. Ich bin entlassen. Leicester, Celtic, Sheffield. Habe ich alles keinen Bock drauf, sage ich euch ehrlich. Ach, Mann. Ja. Wir sehen uns dann bald zu einer nächsten Folge. Mit einem neuen Team. Einer neuen Aufgabe. Und das Ding ist hier leider durch. Ich danke auf jeden Fall für den Support, Leute. Ich krieg's nicht hin, eine lange Karriere dieses Jahr irgendwie hinzukriegen. Vielleicht schaffen wir es noch. Ich meine, in dieser Serie haben wir einen Titel geholt. Vielleicht wird die letzte Karriere, also die nächste Karriere, vielleicht eine längere. Ich find's schade. Ich hätte gern noch Jahr 3 gemacht mit United. Naja. Dann meldet sich euer Velosche wie immer ab. Und leider, wie bisher in jeder Serie bei EA Sports FC 24, wie immer meldet er sich am Ende mit einer Entlassung ab. Bye, bye.